Ja, hallo zusammen. Wir haben ja schon mehrere Blogartikel gemacht, wo es um das Thema Filtern bzw. Abscheiden geht. Da wurden wir jetzt mal gebeten von euch, dass wir eben einen Blogartikel mal aufsetzen, der diese ganzen Themen zusammenfasst, weil die eben wichtig sind. Vor allem wichtig sind ja für Hersteller wie uns, die dem Thema Filtern und Abscheiden ja eine fast jahrzehntelange Aufmerksamkeit im Bereich der Forschung und Entwicklung widmen. Viele unserer Marktbegleiter machen das nicht, die kaufen diese Komponenten nur zu. Bei uns ist das eine Forschung und Entwicklung über Jahrzehnte im beispielsweise CFD-Bereich. Und da haben wir jetzt einiges mal zusammengefasst. Beispielsweise das Thema der DIN EN 16282, die ja sogar speichernde Filter verbietet. Oder warum sind hochglanzpolierte Abscheider eher kontraproduktiv, denn wirklich sinnvoll, die hochglanzpolierte Oberfläche? Dazu zu der Forschungs- und Entwicklung über Jahrzehnte, zu diesem ganzen Thema mal ein Blogartikel, wie von euch gewünscht, der dieses Thema rund macht und alles zusammenfasst. Und das kommt jetzt. Also wir müssen abscheiden, wir müssen filtern in der Industrie, im Werkzeugmaschinenbau, wie auch in gewerblichen Küchenlüftung. Vor 30, 40 Jahren war mit Sicherheit nur Filtern ein Thema, also was man da gemacht hat. Man hat einfache Aluminiumstricke genommen und die haben eben als Filter gearbeitet. Also im Maschinenbau wurden die durch komplexere Systeme wie Elektrostaten schon viel früher abgelöst und in der gewerblichen Küchenlüftung sind sie in Europa weitestgehend seit 2000 verboten, weil eben ein Filter immer speichert und wenn er speichert, wird er in der gewerblichen Küchenlüftung oft gesättigt mit Fetten und Ölen und wird zur sehr kritischen Brandlast. Also in Industrie nicht mehr Stand der Technik, in der gewerblichen Küchenlüftung und in der Lebensmittelindustrie sogar verboten. Ich lasse es einfach mal durchgehen, aber die meisten werden solche Systeme kennen. Ja. Aufgrund von einer großen Brandkatastrophe in der 80er Jahre wurden dann das Thema Filtern durch Abscheiden ersetzt. Also die Abscheider haben eben nicht mehr die Speichermöglichkeit und wenn denn ein Öltropfen oder ein Wassertropfen abgeschieden, getrennt wird, dann läuft der am Abscheider ab. Also erste recht einfache Systeme aus der 80er Jahre, ist einer von den allerersten, die wurden in den USA produziert, weil es in Las Vegas einen katastrophalen Hotelbrand gab mit vielen Toten, die der Brand ausgelöst wurde durch zwei, drei solche einfache Abscheider. Und die haben das dann, Filter, und diese Filter wurden dann durch Abscheider ersetzt, die im ersten Schuss vor 40 Jahren so ausgesehen haben. Gut, wir haben dann solche Abscheidersysteme versucht auch in der Industrie einzusetzen, eine Werkzeugmaschine, wo extrem zerstäubt wird. Und da haben wir relativ schnell gemerkt, dass mit so einfachen Abscheidern, wie sie jetzt da durchgehen, dass die Abscheideeffizienz doch sehr bescheiden ist und dieses von diesen superkleinen Tröpfchen, dieses Trennen vom Abluftstrom ja gar nicht so einfach ist. Also da spielen unterschiedlichste Effekte mit rein und so haben wir über Jahrzehnte diese X-Zyklen-Technologie entwickelt, die sehr vereinfacht, sehr runterreduziert vom Prinzip ebenso aussieht, wie Sie es jetzt hier auf der Animation sehen. Also daher auch der Name, also das X in dem Namen X-Zyklon ist eben einfach die Geometrie und die hocheffiziente Abscheidung bekommen wir durch eine rotierende Luftströmung an, wie eben so ein Wirbelsturm, wie so ein Zyklon hat.
Und daher der Name. Und wie man von dem, was jetzt hier durchgeht, von diesen einfachen Prallblechen, wie wir da zu dem kamen und was da alles nötig war und was allem wir da rumgetüftelt und optimiert haben, da mal ein paar Hintergründe dazu. Also auch da wieder CFD eine Riesenhilfe gewesen. Mittlerweile sind die CFD-Systeme so gut, dass wir sogar Differenzdrücke, also diese Abbildung hier ist eine Analyse des zu erwartenden Differenzdrucks von so einem System. Dann dieses Bild hier, da geht es nicht um die Luftströmung, was für einen Weg nimmt die Luft, sondern da geht es darum, was für Strömungsspitzen erreichen wir, über die wir wieder Rückschlüsse auf den zu erwartenden Schalldruckpegel bekommen können. Dann auf den anderen beiden Bildern, da geht es dann um Partikelbahnen. Also das ist auch was, wo wir in Jahrzehnten von Analysen lernen mussten. Sie haben vorher, erinnern Sie sich, diese ganzen Tröpfchen gehen von 10 Mikrometer bis runter auf 0. Und von diesen Partikelchen von 10 bis runter auf 0 gibt es gar nicht so viele, die Spannbreite gar nicht so groß, wo man sagen kann, das, was die Luft macht, macht der Partikel. Also im Größenbereich von 1 bis 3 Mikrometer passt die Masse, passt das Gewicht von dem Tröpfchen in etwa, dass man sagen kann, das Tröpfchen folgt der Luftströmung. Wenn der Tropfen größer wird, hat er so viel Masse, dass er so träge wird, dann ist er wie ein Regentropfen und platscht einfach auf das erste Hindernis hin. Also 3 bis 10 Mikrometer werden sie auch mit primitivsten, einfachen Prallblechen abgeschieden bekommen, wie das, wo da gerade durchgeht, weil der Tropfen einfach so träge ist, dass er der Luft nicht folgt und auf die erste Umlenkung sofort auf ein Hindernis knallt und abgeschieden wird. Wenn dann die Tröpfchen unter 1 Mikrometer Größe kommen, dann wird es ganz kritisch mit Abscheidung, weil die dann oft sogar der Brownschen Molekularbewegung folgen und die dann nur noch mit ganz speziellen Tricks aus dem Abluftstrom abgeschieden werden können. Und das symbolisiert eben die Abbildung auf den beiden rechten Seiten. Also das sind die unterschiedlichen Farben, sind die Bahnen von Partikeln und es sind dann eben für uns wichtige Indizien, wo wir lernen konnten, wo wir Abscheidung haben. Also wenn Sie sich zum Beispiel diesen Bereich hier ansehen, Sie sehen immer an den Nasen, reduzieren sich die Farben. Das brachte uns, das haben wir bestimmt 10 Jahre gebraucht, um das zu verstehen, dass die meiste Abscheidung in diesen Bereichen stattfindet. Was das dann wieder für Ursachen in die Entwicklung gehabt hat, zeige ich Ihnen gleich. Das eine unserer allerersten CFDs aus 1996, wo wir mit dem Thema angefangen haben. Also da war wirklich die Ausgangslage so ein primitives Prallblech, wie jetzt gerade durchgeht. Und da haben wir dann erste Möglichkeiten gehabt, uns an die Themen ranzuhangeln. Also was Sie hier sehen, sind die Profile. Sie sehen, das Profil hat auch noch ganz anders ausgesehen. Hier das Gegenprofil. Und da haben wir dann eben so Dinge gelernt, wie dass es solche strömungstote Bereiche gibt, die so von der Geometrie überhaupt nicht sinnvoll sind. Aber wir haben dann auch das erste Mal gesehen, wie wir es hinbekommen, dass sich so eine Rotation ausbildet. Also es war so das erste Mal 1996, wo wir da das erste Mal auf CFD und von der Geometrie hin hinbekommen haben. Eine ganz bahnbrechende Erkenntnis, die uns in der Effizienz, im Wirkungsgrad wirklich um Lichtjahre, nicht um Nuancen, um wirklich Lichtjahre weitergebracht hat, war, dass wir die Oberfläche geändert haben. Also was jetzt hier sein ist, auch so wie es durchgeht und wie man es heutzutage noch ganz oft in Leistungsverzeichnissen liest, dass ein hochglanzpolierter Edelstahlabscheider ausgeschrieben ist. Also diese hochglanzpolierte Oberfläche ist für die Abscheidung absolut kontraproduktiv.
Damit meine ich Folgendes: Wenn Sie jetzt da oben schauen und diesen gelben Kreis sehen, das soll jetzt mal symbolisch ein großes Aerosol sein, das abgeschieden ist. Und wenn das abgeschieden ist, soll natürlich dieses Aerosol Folgendes machen. Also die Luft strömt horizontal durch den Abscheider logischerweise. Und dieses Aerosol soll so am Abscheider ablaufen, man nennt das oft Drainage. Und dann vom Abscheider läuft es in die Haube und in der Haube wird es gesammelt und kann abgelassen werden. Oder im Ölnebelabscheider in der Industrie läuft es eben so ab und soll in die Sammelwanne rein. Das Problem ist nur, dass dieses bei Partikelgrößen von 10 bis 5 Mikrometer etwa nur bei 50% der Partikelchen genau so funktioniert. Die anderen 50 werden mit dem Luftstrom wieder mitgerissen. Das heißt, wir haben eine horizontale Luftströmung im Abscheider, erreichen wir Spitzen mit 6, je nach Ausführung 9 Meter pro Sekunde. Durch die hochglanzpolierte Oberfläche hatten wir wahnsinnige Effizienzverluste. Partikelchen wurden zunächst abgeschieden und dann mit dem Luftstrom wieder mitgerissen. Das hat dazu geführt, zum Beispiel, dass man in alle unseren Abscheidern, in manchen mehr, in manchen weniger, aber alle unsere Abscheider haben in der Innenfläche eine gewisse Rauigkeit. Und diese Rauigkeit hilft uns unheimlich da dabei, dass das, was abgeschieden ist, auch abgeschieden bleibt und wirklich von oben nach unten abläuft. Das Schöne war dann auch das noch, dass da haben sie uns zunächst beim Fraunhofer-Institut fast ausgelacht, wo wir gesagt haben, lasst uns mal untersuchen, ob das nicht auch einen Einfluss, diese Oberfläche auf die Strömungsgeschwindigkeit, auf den Differenzdruckverlust hat. Ähnlich wie bei der Geschichte mit dem Golfball. Also wirklich, der leitende Professor hat uns fast ausgelacht. Wir haben es dann später untersucht und es war dann tatsächlich so, dass man sogar einen Einfluss von der Oberfläche auf die Strömung hatten, die zu einer positiveren, geringeren Druckverlust führte. Also ganz ähnlich, wie man es mal in England oder in St. Andrews herausgefunden hat, dass alte, vermagte Golfbälle viel weiter fliegen wie so neue, hochglanzpolierte. Also auch da kommt eben die raue Oberfläche her. Ein Golfball mit so einer rauen Oberfläche fliegt besser und weiter wie ein hochglanzpolierter. Ja, und das nur mal ein paar Beispiele, was wir da alles rumoptimiert haben. Also die neueste Generation unserer Abscheider hat auch keine runden Enden mehr, sondern das ist so eine Pfeilgeometrie, weil uns die nochmal hilft in der Abscheidung an der Endung, wie Sie es vorher in der CFD gesehen haben. Und so haben wir halt Stück für Stück die Entwicklung weitergetrieben. Auch die Geometrie haben wir nochmal ein bisschen geändert. Mittlerweile ist es sogar so, dass den Vortrag, wo wir die letzte Dreiviertelstunde gesehen haben, den durfte in London sogar mal dem Chef von Samsung aus Korea vortragen, weil ja, selbst die wollen die Luftreinigung in Zukunft in ihre Küchengeräte packen. Und da laufen Forschungsprojekte mit uns im Hintergrund, wo die dabei sind. Ja, die Luftreinigung in Backöfen, in Mikrowellen einzusetzen, wo dann Abscheider reinkommen, die so aussehen. Also was Sie hier sehen, ist der erste X-Zyklon, also selbe Geometrie, bloß in Größe reduziert, dreidimensional, ausgeführt immer Metall-3D-Druck, der dann ja, in solche Systeme integriert werden soll. Aber Sie sehen, also selbst so Konzerne sind an dem Thema dran und mit interessiert. Gut, dann neben der gewerblichen Küchenlüftung, Lebensmittelindustrie oder Werkzeugmaschinenbau, Luftreiniger haben wir solche Technologien mit BSA, Bosch, Siemens, Haushaltsgeräte auch in Lüftungssysteme für den US-Markt integriert gehabt, ganz kleine Stückchen, die dann eben, so wie sie es auf links sehen, zum Haubenfilter im Privatbereich integriert werden. Also ein bisschen ähnlichen Ansatz, wie wir aktuell mit dem 3D-Druckausführung mit Samsung aktuell am Untersuchen sind und dran sind. Oder ein US-amerikanischer Küchengerätehersteller, der möchte so integrieren, also da unten als Umluftsystem, als Abscheider,
Weil eben so ein System ja über die Jahrzehnte ja, alle 5 Jahre ein Stück weit effizienter wurde. Sie sehen jetzt hier in unseren ganzen Unterlagen und der Produkt-Homepage und so weiter werden Sie das nicht finden. Das ist die neueste, jüngste Produktgeneration mit der neuen Geometrie, wo man nochmal eine unheimliche Effizienzsteigerung durch die neue Pfeilgeometrie hinbekamen. Aber leider Gottes haben wir also mittlerweile Firmen, die uns weltweit kopieren mit dem System. Und also nicht nur in Asien. Der jüngste Versuch war von einer Firma aus Detroit, aus Michigan, wo das also 1:1 kopiert hat. Deswegen sind wir da mittlerweile vorsichtig und deswegen, wenn wir von Pfeilgeometrie und so weiter in unseren Luftreinigerblocks reden, also es ist die neueste Geometrie hier unten links, die wir umgesetzt haben. In verschiedenen Profilen in der Industrie, im Werkzeugmaschinenbau ist es meistens ein Aluminium-Strangpressprofil. Was dann auch nochmal eine Herkulesaufgabe war, war so ein Profil umzusetzen in einen Edelstahlfilterabscheider, wie man in der Lebensmittelindustrie einsetzen. Also bis auf Nuancen in der Pfeilgeometrie konnten wir es auch in die Edelstahlform umsetzen, aber das war wirklich was, wo wir fast dran gescheitert werden, als wären. Wir brauchen da 4 Tiefziehwerkzeuge, also für jede Baugröße 4 Werkzeuge, die dann 4 Bauteile pressen und aus diesen 4 Bauteilen wird dann so ein Abscheider. Ich habe auch hier mal ein Muster, den haben wir normal nur in unserem Schulungsraum, ich lasse ihn auch mal durchgehen. Aber das ist natürlich vom Aufwand her gigantomanisch im Vergleich zu einer Abkantpresse für 20.000 Euro, wo ich einen rechten Winkel oder 90-Grad-Winkel kanten kann. Ich lasse ihn so auch mal durchgehen. Das ist jetzt ein typischer Abscheider, wie so in einer Küchenhaube oder in einer Lüftungsdecke eingebaut wird aktuell. Dann haben wir noch für die chemische Industrie, wo wir ganz hochlegierte Edelstähle machen müssen, die können wir mit dem Tiefziehwerkzeug nicht machen, weil da reißt uns der Edelstahl, da haben wir irgendwann aufgegeben. Da haben wir in Ennepetal in Deutschland einen Spezialisten gefunden, der uns Profile rollen kann. Da ist zwar noch die alte Geometrie, das bekommen wir nicht anders hin, aber da können wir dann selbst ganz hochlegierte Edelstähle uns walzen lassen, aber allein die Walzenstation, was Sie hier sehen, die gehört uns und die hat mehr als 250.000 Euro gekostet, bis die mal gestanden ist und funktioniert hat. Und ja, für so einen Abscheider der alten Generation, da tut es eine Abkantpresse, eine 2 Meter breite mit einem Schwert, da können Sie dann so einen einfachen Abscheider sich kanten. Ja, und da eben die Unterschiede in Entwicklung, Fertigung, Produktion und da kommen eben dann auch die Unterschiede in den Anschaffungskosten hin, mit hin. Dann, ich nenne jetzt keine Namen, aber das sind Wettbewerber zu uns, wo auch sagen, sie haben Zyklon und links oben sehen sie die CFD-Untersuchung dazu. Oder einfachste Abscheider aus den USA, das ist dann eben mehr Male nach Zahlen, denn wirklich mal untersucht, was eine Strömung macht. Und Sie sehen es immer Bauformen, die recht einfach zu produzieren sind. Also so ganz pauschal und über den Daumen Abscheider, die recht ähnlich aussehen, egal ob gewerbliche Küchenlüftung oder auch im Maschinenbau. Natürlich immer abhängig von der Partikelgröße, aber selbst bei relativ großen Partikelgrößen können es da unheimliche Unterschiede in der Abscheideeffizienz geben. Die Abscheideeffizienz zum aktuellen X-Zyklon-Abscheider von uns hier aufgetragen. Also unten die Anströmgeschwindigkeit auf den Abscheider, nach oben abgetragen die Abscheideeffizienz und dann eben in unterschiedlichen Farben die unterschiedlichen Partikelgrößen, die wir jetzt eben heute Morgen kennengelernt haben. Und Sie sehen es jetzt natürlich, wenn die Partikel kleiner werden, dann wird natürlich die Abscheideeffizienz auch geringer. Und das eben das Thema, wenn wir jetzt praktisch das Kleinste, was wir jetzt hier auf der Grafik haben, 0,5, da sehen Sie, da ist die Abscheidung ja, bestenfalls von 20%. Wenn wir noch kleiner werden, wird es Dampf und bei Dampf ist es 0, weil wir dann in Molekülgrößen unterwegs sind. Also Sie sehen schon,
da gibt es von der Physik gegebene Grenzen, die auf Massenträgheit beruhen und so weiter. Wie wir so ein System aber dennoch auch für diesen Bereich hier unten effizienter machen können, also im Werkzeugmaschinenbau und auch in der gewerblichen Küchenlüftung, ist wieder das, was wir heute Morgen immer und immer wieder besprochen haben, durch Kondensation. Also ich kann durchaus durch Kondensation und in Verbindung mit einer Kondensation eine Agglomeration dieses kleine Partikelspektrum verschieben und nach oben bringen. Also das heißt, wir machen da nichts anderes als aus kleinen Partikelchen größere durch Kondensation und Agglomeration. Also Kondensation, da wiederhole ich mich jetzt, das haben wir jetzt heute Morgen schon gelernt, Sie kennen es, was jetzt hier passiert. Das ist zunächst mal nur eine Kondensation, die wir hier haben. Vor allem im Werkzeugmaschinenbau nehmen wir da noch zusätzlich eine Agglomeration mit ins Spiel. Also hier drin, man kann es erkennen, ist ein Gestrick. Hier kommt die Umgebungsluft rein, hier strömt die heiße Luft, der Wasserdampf ein und zusätzlich mit diesem Gestrick, dieses Gestrick füllt sich im besten Falle komplett mit Flüssigkeit. Und wenn dann diese kondensierenden kleinen Tröpfchen durch dieses Edelstahl durch müssen, redet man von einer recht hohen Kollisionswahrscheinlichkeit. Und wenn zwei kleine Partikelchen aufeinander knallen in dem Gestrick, dann agglomerieren sie zu einem größeren Partikelchen. So, wir haben einen Vertriebspartner aus Nordrhein-Westfalen da, mit dem wir sehr viele Maschinenbau machen, das Haus des Sartorius. Und ich muss sagen, die haben da für dieses Produkt leider nicht unseren Namen übernommen. Nicht leider, sie haben dem Kind einen viel besseren Namen gegeben. Sie nennen das Dampfphasenkondensator. Also das ist genau, was das Ding hier macht. Das kondensiert und agglomeriert die Dampfphase nicht nur zurück zum Partikelchen, sondern zu einem Partikel in einer Größe, wo wir wieder dahinter wirkungsvoll abgeschieden bekommen. Also wenn man dann in einen gebrauchten Dampfphasenkondensator so ein System mal ein Bild reinmacht, dann sieht man richtig an den Kreuzungspunkten hier, praktisch hier, was Sie hier sehen, ist überall gespeicherte Flüssigkeit. Und wenn jetzt hier unser kleiner 1 Mikrometer Partikel draufkommt, dann agglomerieren die zum Partikel, der immer größer wird. Und irgendwann wird er so groß, dass er wieder mitgerissen wird, aber hat dann eine Größe, die man im nachgeschalteten Abschalter sehr gut aus dem Abluftstrom getrennt bekommen. Also nochmal, was Sie jetzt hier gesehen haben, ist genau dieses hier. In der letzten Horizontale vor dem Abschalter passiert genau das im Detail, was Sie jetzt gerade gesehen haben. Also was wir hier machen, ist praktisch durch Kondensation und Agglomeration kommt so ein Partikelspektrum auf diesen Dampfphasenkondensator und durch das, dass er da durchströmen muss mit all den Effekten, die wir jetzt besprochen haben, ist hinter dem Dampfphasenkondensator das ganze so ein Partikelspektrum. Und so durch die Kondensation und eine Agglomeration wird eigentlich so ein System in der Industrie, wie auch in der gewerblichen Küchenlüftung, super effizient. Und so ist es eben möglich, dass eben dieser Abschalter da in Spanien an der Reinigungsmaschine gar nichts mehr rausnäbelt oder eben in der gewerblichen Küchenlüftung die Abschaltung so effizient ist, dass in Verbindung mit so einer Induktionshaube, einer eingeleiteten Induktion, sehen wir wirklich zum Teil, also es ist im China-Restaurant aufgenommen, da sehen wir tuschur, wie dieses kondensierende Öl-Wasser-Gemisch an den Abschaltern abläuft. Und dann, wenn man eben die Kondensation, die Abschaltung im Bereich und im Abschalter haben, dann haben wir sie nicht mehr dahinter. Also die Küche an sich ist ein China-Restaurant, wie man sie kennt, eine bessere Schiffskombüse. Also ein Hygieniker würde die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Aber für uns doch trotz allem eine wertvolle Referenz, weil wir gehen da immer wieder mit Kunden hin und die Abschalter sind so, sie nehmen den Abschalter raus und dahinter kann man in die Haube langen und es ist trocken.
Und in der Pause wurde ich angesprochen, wenn man natürlich im Lebensmittelbereich unterwegs ist, ist diese super effiziente Abscheidung natürlich auch vom hygienischen Gesichtspunkt ein Riesenthema. Also da müssen wir dann zum Teil auch vollautomatisch abreinigen, nicht nur um zu reinigen, sondern um dieses ganze System auch keimfrei zu halten.